Ganz ich persönlich, wenn ich so viel Millionen hätte, dass ich mir eine Yacht und einen Ferrari leisten könnte, ich würde mir trotzdem keine kaufen. Ich würde eine Stiftung für irgendwie Kinder oder irgendeine Stiftung gründen vielleicht, ja, wo Kinder, die sich keine Kita leisten können oder sowas, oder irgendwie eine Kita eröffnen oder irgendwie was Sinnvolles mit dem Geld machen. Also herzlich willkommen zu diesem Video. Heute soll es gehen um das Thema Gegenüberstellung finanzielle Freiheit durch Immobilien. Also soll ich lieber in Immobilien investieren oder eher doch Aktien? Ja, man kann natürlich auch beides machen, aber die meisten Leute sind schon glücklich, wenn sie genügend Kohle übrig haben, dass sie entweder in das eine oder das andere monatlich ansparen oder einfach investieren. Ja, und hierzu auch nochmal möchte ich auf eine Frage eingehen, die mir gestellt worden ist, dass ich auch mal von Videos mache zum Thema finanzielle Freiheit, aber das eigentlich viel zu kurz gesprungen wäre. Und da hat jemand, ein Leser von mir, auf Bodo Schäfer verwiesen, ja, der natürlich ja auch diverse Bücher hat von ihm, ja. Und ich meine, da sind natürlich interessante Sachen drin, obwohl ich seine Historie und so weiter, da bin ich manchmal etwas skeptisch, ne, wie er da auf der Insel war und irgend so ein Milliardär sich rein zufällig ihn angesprochen hat und so weiter. Und er sagt zum Beispiel auch, dass man nur einen Coach wählen soll, der mindestens 20 Mal mehr hat als man selbst. Und ich denke, es gibt auch sehr gute Coaches oder Trainer oder Leute, von denen man einfach was lernen kann, auch wenn die nur 5-mal so viel haben, ja, oder 10-mal so viel. Also naja, und wenn jemand zum Beispiel komplett pleite ist, na, und hat 0 Euro Guthaben auf dem Konto, dann habe ich ja quasi mit 20 Euro Guthaben auf meinem Konto schon 20 Mal mehr wie derjenige, der komplett pleite ist. Also, naja, auf jeden Fall sagt, wenn ich mich kurz auf Bodo Schäfer beziehen möchte und auf den Leser, der mir die Frage gestellt hat, Herr Bodo Schäfer klassifiziert hier nochmal, ja, in finanzielle, zuerst mal in den finanziellen Schutz, ja. Das ist sozusagen 3 Stufen, ja. Drei-Stufen-Modell, ja. Das erste ist ja der finanzielle Schutz, ja. Das ist sozusagen, dass ich nicht verhungern muss, so ungefähr. Das zweite ist die finanzielle Sicherheit, ja. Das ist letztendlich, dass irgendwie meine Fixkosten, meine fixen und variablen Kosten gedeckt sind, sowas in der Richtung, ne? Also, das sind, sagen wir mal so 1000 Euro in Deutschland, also wenn du jetzt zum Beispiel ein unabhängiges Einkommen hättest, ein passives Einkommen von 1000 Euro, könntest du in Deutschland jetzt, wenn du dich minimalisierst, überleben, ne? Also da musst du nicht verhungern. Und dann halt das dritte wäre dann erst die dritte Stufe, wäre erst die finanzielle Freiheit, ja. Wenn du dir quasi, da ist alles mit dabei, ja, 3 Urlaube, 3-mal Urlaub fahren im Jahr, was weiß ich, Ferrari oder sonstiges, ja, Schnickschnack. Okay, meine persönliche Meinung ist immer dieses finanzielle Freiheit und dann der Ferrari und die Yacht und der ganze Firlefanz. Ich persönlich, wenn ich so viel Millionen hätte, dass ich mir eine Yacht und einen Ferrari leisten könnte, ich würde mir trotzdem keine kaufen. Ich würde eine Stiftung für Kinder oder irgendeine Stiftung gründen vielleicht, ja, wo Kinder, die sich keine Kita leisten können oder sowas, oder irgendwie eine Kita eröffnen oder irgendwie was Sinnvolles mit dem Geld machen, ja, nicht irgendwie so einen blöden Ferrari kaufen. Aber das ist nur nebenbei bemerkt meine persönliche Meinung. Genau, und da wollen wir doch einfach jetzt mal das Mittlere herausgreifen, einfach mal finanzielle Sicherheit. Okay? Finanzielle Sicherheit, wir haben es gerade angesprochen, 1000 Euro. Also das ist sozusagen so ein Betrag, auch so eine vierstellige Zahl, ne? 1000 Euro. Und dann wollen wir uns doch mal überlegen, was muss ich denn jetzt quasi an Investment sozusagen schon angehäuft haben, ne? Dass ich eben passiv, ja, ohne dass ich jetzt im Idealfall irgendwas dazu tun muss, 1000 Euro netto, ja, mehr oder weniger, ja, also nach Steuern und so weiter, immer jeden Monat sozusagen reinfließt, also die ich dann verwenden kann, um eben mir was zu essen zu kaufen oder sonstiges.
Und da bin ich mal auf folgende Zahl gestoßen: Wenn ich jetzt mal 1000 Euro nehme und das sozusagen hochrechne mit einem durchschnittlichen, mit einer durchschnittlichen Rendite von 5%, ja. Warum 5%? Weil 5% ist ja mehr oder weniger realistisch auf beiden Seiten. Also wir haben hier gesagt Immobilien und wir haben gesagt Aktien. Ja? Bei Aktien, also ist wirklich zurzeit, was heißt zurzeit, ist eigentlich relativ easy. Ne? Also du hast ja irgendwelche Shell, sogar mit 6%, Daimler und General Motors und so weiter mit 5%. Dann hast du halt noch ein paar andere wie Siemens und so weiter, die haben mal zwischen 3 und 4%, also 5% kriegst du auf alle Fälle hin, rein nur die Dividende, ja, da ist noch keine Wertsteigerung dabei. Ja. Bei Immobilien reden wir auch jetzt nur von der Rendite, ja, also von der Mieteinnahme, die du halt hast, ja, also nicht der Wertsteigerung. Und das ist natürlich bei 1000 Euro, wenn wir das hochrechnen, sind das also 250.000, ja. Das ist so ungefähr der Betrag, ja, den du brauchst. Ja. Als Kapital, ne? Also entweder investiert also in Immobilien oder in Aktien. Und ja, dann kommt einfach raus, sagen wir mal so, ich glaube 1041 im Monat. Und dann musst du dir einfach folgende, musst du dir jetzt sagen, okay, das Video geht ja darum, soll ich das jetzt in Immobilien machen oder in Aktien? Ja, das ist ja genau das Video, das Thema. Und dann muss, muss man sich mal folgende Frage stellen, ja. Wo finde ich zum Beispiel hier in München, ja, noch eine Immobilie für 250.000 Euro, ja, ohne Fremdkapital, weil dann reduziert sich ja meine Rendite, ja, dann kriege ich ja keine 1.000 Euro raus. Was wollte ich jetzt sagen? Genau, die mir dann 1000 Euro im Monat, also 5%, also 1000 Euro im Monat Miete gibt. Ne? Also ich kriege ja in München teilweise für 250.000 Euro, ja, ich weiß nicht, 30 Quadratmeter oder sowas oder 35 vielleicht maximal. Ne? Und ob mir die dann so viel Miete gibt, ist halt fraglich. Ja? Das ist mal der eine Punkt, also Immobilien sind sehr teuer geworden, ja? Aktien sind natürlich auch gestiegen. Aber Aktien kann ich diversifizieren. Das ist mal der eine Punkt. Ja? Wenn ich jetzt hier so wir sind noch jetzt auf dem Niveau 250.000, was realistisch ist meiner Meinung nach, also wirklich jeder, der sich ein bisschen anstrengt in seinem Leben, kann sich irgendwie 250.000 über 10 Jahre oder 20 Jahre oder sowas mal zusammensparen. Und das ist mal der eine Punkt. Ja? Ich kann nicht diversifizieren. Wenn ich ein Aktiendepot habe, so, da machen wir mal einen schönen Punkt, ne? 250.000, das ist mal der erste Punkt, das ist die Diversifikation. Ja, und wenn ich ein Aktiendepot habe, ich kann mit 250.000 Euro, ja, also ein Aktienkauf kostet mich maximal irgendwie 2-3 Euro oder sowas, ja, von den Gebühren her. Das heißt, ich könnte mir theoretisch da 100 verschiedene Aktien in mein Depot reinmachen, muss ich gar nicht, aber weil die auch teilweise korrelieren. Also. Aber ja, also ich bin, wenn ich das alles in eine einzige Immobilie rein tue, ne, und die fängt Feuer, gut, bin ich versichert, aber egal. Na, wenn da irgendwas ist, das ist ein Klumpenrisiko. Ja? Also hier Klumpen. Ja, das schreibe ich nicht aus, ja, meine Tafel ist eh so klein. Also Klumpen, ja, also Klumpenrisiko, ganz wichtiger Punkt, ja. Der zweite Punkt ist Gebundenheit, ja, also Flexibilität. Also, wenn du jetzt halt hier, also ein Beispiel, ja, in dem Haus, wo ich jetzt wohne, hier jetzt gerade mein Video drehe, ne, das ist, ich zahle weder Miete, na, noch Zinsen, ja, weil es ist einfach abbezahlt, ganz einfach. Aber ich kann nicht sagen, ja, übermorgen oder nächsten Monat, ne, verreise ich nach, ab da lebe ich jetzt irgendwie in Hamburg, weil Hamburg gefällt mir einfach viel besser wie München, ja, also da gibt es einfach frischen Fisch oder sowas, ja. Irgendwie eine verrückte Idee, ich bin Single, ist mir eh alle, ich bin nicht gebunden, ne, kann ich nicht machen, weil
dann muss ich erstmal das Ding verkaufen und so, ne? Das dauert und schauen, dass ich einen guten Preis dafür bekomme und so weiter. Und dann, ja, also es ist einfach, Flexibilität ist überhaupt nicht gegeben. Ne? Bei Aktien ist es völlig wurscht, wo ich bin. Ne? Ich könnte auch theoretisch heute übermorgen mich entscheiden, ab jetzt wohne ich auf Malta, ne? Und zahle nur noch irgendwie, na wo war das? In Budapest oder so, zahlen nur noch 10% Steuern, ne? So wie der Typ von Klicktipp. Ja? Und also, das ist der zweite Punkt. Was wollte ich noch sagen? Zweiter Punkt, Diversifikation, Klumpenrisiko, Flexibilität. Genau, Kostenfaktor. Da habe ich es ja stehen. Ja? Da habe ich es mir extra aufgeschrieben. Ne? Oh Mann, bin ich wieder richtig. Ne? Ja, der Kostenfaktor. Ne? Also, man darf ja eins nicht vergessen. Also, hier eine Immobilie, ja, von, wenn du dir kaufst, ja, da ist ja eine Menge Kostenfaktoren und Sachen dabei. Ich kenne mich da nicht aus. Ne? Ich muss gleich dazu sagen, ich bin nicht der Immobilienexperte. Ich interessiere mich für das Thema erst seit circa 2 Jahren. Und da möchte ich auch gleich hier auf einen Experten verweisen. Ne? Also, der ist echt natürlich top. Ja. Und dann möchte ich noch auf einen anderen, den kennt eh jeder, also Alex Fischer, und dann noch einen anderen verweisen, den kennt nicht jeder, und der ist mindestens ebenso krass drauf. Das ist der Dr. Florian Roski. Ja? So sieht er aus. Ja? Ich verlinke euch auch hier unten und so weiter. Und den Link zu seinem Buch. Das ist ein ganz kleines Buch und ein Hörbuch dabei, aber der ist echt in sich. Da legt auch gar keinen großen Wert drauf, irgendwie so berühmt zu werden oder irgendwas. Aber der ist wirklich gut. Und den seine Strategie, nur um es kurz zu fassen, kleiner Überblick, ist einfach in B-Städte zu investieren. Also nicht in München, ja, also da wo sowieso, sondern Nürnberg zum Beispiel. Ja, da wohnt er, glaube ich, auch. Ja. Also es sind richtig gute Fachmänner und der könnt ihr euch einlesen und alles. Nur diese Faktoren, ja, diese letztendlich Nachteile bei Immobilien, ja, sind dennoch nicht wegzudiskutieren, ja. Und bei den Kosten, ja. Also ohne jetzt das alles im Kopf zu haben, weil, also ich muss Notar machen, ich muss Instandhaltung, das kann ich dann zwar wieder zumindest teilweise von den Steuern absetzen und so weiter. Und dann brauche ich, wenn ich zum Beispiel jetzt mal Lust hätte, mal woanders zu leben oder mal eine Zeit lang nur weg bin, ich brauche jemanden, der das Ding verwaltet. Ja? Also meine Schwester, Beispiel, meine Schwester hat mal in eine Wohnung investiert in Augsburg vor 20 Jahren oder sowas und hat sich da sozusagen als Mieter einen Anwalt reingeholt und dachte sich, ein Anwalt, ne? Super Bonität. Und so, ne, hat er auch gezahlt, die Miete, nur da hat leider auch eine Katze mit dabei gehabt und die hat irgendwie diese nagelneue Neubauwohnung, ja, mit neu, alles neu eingerichtet, alles zerkratzt, ja, da mussten sie sich streiten, einigen, da, ja, das hast du mit Aktien nicht, ne, ich habe ein Aktiendepot von 52.000 Euro, das macht mir persönlich auch Spaß, also mir machen einfach Aktien auch Spaß. Da hast du, wenn du eine Aktie kaufst, hast du zum Beispiel bei DEGIRO hast du irgendwie 2 Euro Gebühr oder sowas, ja, also 50 Cent teilweise, wenn du wenig Volumen hast, wenn du jetzt für 1.000 Euro eine Aktie kaufst, das hast du 50 Cent teilweise nur. Also es ist, ansonsten hast du die Depotgebühren, das Depot ist gratis in der Regel, ja, dann kannst du upgraden und alles mögliche, aber du brauchst es nicht, wirklich nicht. Du hast quasi, also du hast Stand 2017 quasi keine Kostenfaktor quasi null, ja, beim Aktienanlegen und investieren, ja, wirklich, also sitzt eigentlich nur da, ist richtig, also man muss da eigentlich auch in die richtigen Aktien einfach mal was nachkaufen oder so, man muss da eigentlich auch nichts rummachen dann, ja, wenn du dein solides Depot aufgebaut hast. Das heißt, das nächste, genau, weiterer Punkt, also nicht nur Kosten, sondern auch Arbeitsaufwand. Ja? Arbeitsaufwand, das bei Immobilie, also wie bei mir jetzt, also wenn du eine ältere hast, definitiv, wenn du eine neuere hast, vielleicht weniger, dann zahlst du halt dann mit einem Kaufpreis drauf. Also
Arbeitsaufwand. Ja? Was hast du beim Aktiendepot, hast du keinen Arbeitsaufwand? Ja? Null, nada. Also, das ist also passiv im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Und von daher würde ich sagen, dass so richtig Immobilien investieren ist einfach eine Königsdisziplin. Ja? So wie diese Leute hier. Ja? Dieser Dr. Roski. Das sind schon Millionäre, also du hast viele Millionen und dann kannst du da spielen und so weiter und kannst da noch Leute einstellen, ja, wie der Alex Fischer mal sagt, so Maschinchen bauen, ja, also damit meint er ja auch andere Leute, die letztendlich dann all diese Dinge hier übernehmen, ja, diese Arbeitsaufwendungen und so weiter und Kosten optimieren und so weiter und der kann auch mal irgendwie einen Monat irgendwo wegfliegen und andere Leute machen das alles für ihn. Aber auf dieser Ebene noch, ja, auf dieser gut bürgerlichen, ja, kleinbürgerlichen fast, ja, Mittelstand eigentlich ursprünglich, also der immer mehr schwindet, aber es gibt ihn noch, ja, mit 52.000 Euro, ist jetzt kein grande Quai, ja, also es ist nicht das große, wirklich das große Kapital, was du zur Verfügung hast. Und das ist nämlich noch ein fünfter Punkt. Ist das Ansparen. Passt schon nichts mehr hin. Ja, also ist der fünfte Punkt. Fünftens. Ansparen. Ja. Also hier, also bei einer Immobilie, ja, also wie lange muss ich denn da sparen, dass ich überhaupt zu dieser Immobilie komme? Das ist ja eine halbe Ewigkeit. Ja. Bei Aktien kann ich sofort anfangen. Sofort. Heute sofort. Depot eröffnen dauert 24 Stunden, bei DEGIRO, zack, oder komm direkt irgendwo anders oder Paribas oder wo. Und fang sofort an. Ne? Ich kann für 50 Cent Gebühr, kann ich mir für 300-400 Euro jeden Monat irgendeine Aktie kaufen. Und langsam immer mehr. Und Step by Step. Das geht halt hier nicht. Ne? Also es ist ja so, dass jetzt teilweise zum Beispiel die Sparkasse und so, die Volksbanken, also auch sehr vertrauenswürdige Banken, ja, die zum Beispiel auch den ganzen, was auch Alex Fischer sagt, ne, also wie gesagt, ich bin kein Immobilienexperte oder sowas, aber ich habe mir das bestimmt fünfmal durchgelesen, das Buch, der sagt, dass man am besten möglichst viel Fremdfinanzierung machen sollte, weil man dann den Hebel möglichst hoch hat und so weiter. Aber eine Sparkasse und so weiter, die sind alle super vorsichtig geworden seit diesem Immobiliencrash in den USA 2009 oder sowas. Du kriegst nicht einfach so, hier, wenn du dir 250.000 Euro in eine Immobilie kaufen willst, kriegst du nicht einfach so 200.000 Euro einen Kredit. Ne? Da musst du schon einiges aufweisen können. Ja? Und ich hab eine relativ gute Bonität. Also ich habe eigentlich die höchste Bonität, die es gibt. Die habe ich letztens angefragt, mal bei mir, bei einer Bank von mir. Ich bin auch bei verschiedenen Banken und so weiter. Ich habe also auch diese Multibank-Strategie, wie Alex Fischer und so weiter auch in seinem Buch beschreibt, auch schon umgesetzt und alles, aber du musst schon Eigenkapital hier haben, ganz wichtig hier, EK, ja, von, sagen wir mal, 50%, ja, 125.000 Euro, boom, also auf den Tisch hinlegen. Die musst du erstmal haben, die musst du erstmal ansparen, musst du erstmal, ja, die, ja, und du musst ja ständig Steuern zahlen, also nicht nur von deinem Einkommen, sondern wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, ich spare mir jetzt die, sozusagen, ich mache das in zwei, also ich mache das zuerst mal Aktien eine Zeit lang und dann spare ich mir über Aktien und ein paar Dividenden und dann gehe ich über in Immobilien, ne? Also ich muss ja ständig auch wieder von den Aktiengewinnen ja auch wieder 25% weg abzahlen, ne? Das sind ja auch die Bekloppten von der linken Partei und so weiter, ja, dass ich jetzt bei Kapitalsteuer soll ich jetzt dann auch so hoch werden wie meine Einkommensteuer. Die sind ja total gaga. Ich habe bereits Einkommensteuer versteuert. Das Einkommen, was ich ja als in der Regel selbstständiger Angestellter, ja, dann in das Risiko nehme und halt investiere, in Anführungsstrichen Risiko, anstelle von Sparbuch, in Aktien investiere und dann soll ich dann nochmal genau denselben Prozent, Steuersatz, die haben echt nicht mehr, also wirklich, ja, also mal abschaffen, ja, diese Leute da, dieses
und selber, ja, selber Funktionäre und keine Steuern zahlen. Ja. Das ist einfach genial. Okay, I like. Ja, okay, passt. Ich glaube, also der Punkt ist hauptsächlich, dass du. Jetzt habe ich schon weggelöscht. Na gut. Also Flexibilität, ja, du hast einen höheren Arbeitsaufwand, es dauert viel länger, du hast ein Klumpenrisiko, ist ganz entscheidend. Ja. Also mit einem Depot, Aktiendepot mit 52.000 Euro, wirklich, wenn du da ein bisschen dich informierst, ein bisschen dich weiterbildest, ne? Hier zum Beispiel Warren Buffett, ja, oder sowas, ne? Dann kannst du Klumpenrisiko so gut wie ausschließen. Ja? Du kannst halt ja auch irgendwelche Goldaktien, du kannst mit so Aktien kaufen, die sogar mit physischem Gold hinterlegt Sicherheiten haben. Und du kannst alles Mögliche machen, ja, mit so einem Betrag. Ja? Streuen und diversifizieren. Ja? Das kannst du dann mit dieser einen Wohnung, die du da kaufst. Wenn du so Glück hast in München, kriegst du nicht mal, kriegst vielleicht noch eine Einzimmerwohnung für 52.000. Ja? Also ich denke, mein Punkt ist einigermaßen klar, also diese Gegenüberstellung nochmal von Immobilien und Aktien, ja, wir waren ja bei dem Punkt finanzielle Freiheit nochmal unterteilt in finanzielle Sicherheit und Schutz, ne? Und wir sind bei dem mittleren Punkt hier laut Bodo Schäfer finanzieller Sicherheit, ne? Mit 1.000 Euro passives Einkommen im Monat, dass man sagt, okay, egal was ist, ich kann mich, wenn ich mich einigermaßen reduziere, das ist ein Betrag, von dem kann ich leben, ohne dass ich vor die Hunde gehe. Und wie ich das erreiche, mit Immobilien oder Aktien. Ja. Also meiner Meinung nach ist ungefähr 6:1 für Aktien. Ich wüsste jetzt wirklich nicht viel Vorteile, die jetzt Immobilien haben, wo jetzt Aktien nicht haben. Ja. Soweit so viel so gut. Also wenn das Video ein bisschen vielleicht Anregungen gegeben hat, dann schreib mir gerne einen Kommentar, ne, hier unten bei YouTube, wenn du das siehst auf YouTube, das Video. Ansonsten freue ich mich natürlich aufs nächste Mal mit dir, dein Thomas Klein, und viel Erfolg beim Investieren. Bleib dran, beim nächsten Video werde ich nochmal diverse Unterschritte nochmal aufzeigen, wie du genau diversifizierst dein Aktiendepot. Ja? Bis dann, bis zum nächsten Mal und tschüss.